Heterosexuelle müssen sich doch auch nicht outen. Also warum müssen sich jetzt Homosexuelle müssen durch die Gegend laufen und sich outen? Coming out ist wichtig, weil, also ich rede jetzt mal von zwei Perspektiven. Es kann wichtig sein, muss nicht wichtig sein. Es kommt immer auf die Person drauf an. Es ist wichtig für einen selbst, glaube ich schon, damit man sich selbst akzeptiert, ehrlich zu sich ist, sich frei machen kann und frei durch die Welt gehen kann, ja, wie man möchte. Es ist wichtig, aber man muss gucken, wie weit man sich dafür opfert, nur um ein Coming out zu haben, sozusagen. Das erste Mal, dass ich näher über meine Sexualität nachgedacht habe, war wirklich, als mein Bruder sich geoutet worden ist, das allererste Mal. Und wir diesen Prozess sozusagen gemeinschaftlich gegangen sind. Und da wurden die ersten Schienen dafür gelegt. Da kam ich zum ersten Mal in die Berührung im Sinne von, wie es eigentlich auch wirklich ist, wenn es nicht akzeptiert wird. Also ich habe mich erstmal geoutet von meiner Mutter. Das war mir irgendwie wichtig. So, ja, ey, jetzt meine Mama. Ich glaube, es war sogar im Auto oder sowas. Ich glaube, sie hat das Auto gefahren, habe ich einfach gesagt, ey Mama, hör mal zu. Ist auch relativ plump, sage ich jetzt. Ich sage, ey Mama, hör mal zu, ich habe eine Freundin. Ja, eigentlich konnte ich mich nicht ganz outen in der Familie, weil das richtige Outing wäre eigentlich bei meinem Vater gewesen. Das war auch ein Riesen... Ich habe es mir immer gedacht, ob ich es mache, aber ich wusste ganz genau, dass er es hätte niemals akzeptieren können. So, ich habe die Reaktion damals schon mit meinem Bruder gesehen, wie er da reagiert hatte und wie ich da für ihn kämpfen musste und auch die Jahre danach irgendwie für meinen Bruder kämpfen musste. Da wusste ich irgendwie, okay, da werde ich bei ihm jetzt nicht weiterkommen. Und dann wusste ich irgendwie schon, vielleicht werde ich es eines Tages irgendwie mal machen, aber dann ist echt letztes Jahr mein Vater leider verstorben. Da habe ich dann irgendwie gemerkt, krass, aber da hat erst mein Outing richtig stattgefunden, weil ich dann doch gemerkt habe, dass ich einfach nur noch eine Frau haben möchte. Und ja, und so ist es dann im Endeffekt auch gekommen, dass ich dann irgendwann die Melli kennengelernt habe, mich verlobt habe und dieses Jahr geheiratet wird. Man würde ja denken, dass wenn man homosexuell ist, dass alle Homosexuellen sozusagen sich gegenseitig empowern und sagen, ey, weißt du, wir stehen hier zusammen und hast nicht gesehen. Es ist immer noch ein Thema, dass ich diskriminiert werde von Menschen, die selbst diskriminiert werden. Ich weiß auch, meine Mutter hat irgendwann mal, als mein Bruder sich geoutet hat, hat sie mal zu meinem Bruder gesagt, ey, weißt du, das ist das Einzige, was mir wehtut. Ich sag, du hast es doppelt schwer. Du bist schon hier in dieser Gesellschaft als schwarzes Kind und dann wirst du jetzt homosexuell. Ich will einfach nicht, dass du so kämpfst. Ich möchte nicht, dass du leidest. Ja, ich wünsche mir, auf die ganze Welt bezogen, dass wir in Frieden und Einklang leben können, frei, sodass wir uns gegenseitig respektieren. Wir sind Menschen alle.